Wieso habe ich eigentlich einen Aluhut auf? Aber das ist doch, um die Gedankenmanipulation zu stoppen, die von den Außerirdischen und den Chemtrails kommt. Das war das Jazz, die Jazz-Version des Shortcuts-Intros. Nehmt euch in Acht vor Interstellar. Sie sind ein studierter Mancoop und ein ausgebildeter Pilot. Und Ingenieur. Wir müssen weit über unsere eigene Lebensdauer hinausdenken. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Shortcuts. Ich spreche mit euch über den neuen Film von Christopher Nolan, nämlich Interstellar. Und eins vorweg, ich werde mir heute wahrscheinlich mal wieder keine neuen Freunde machen. Interstellar, worum geht's? Ja, das wüsste ich auch gerne. Matthew McConaughey, wie spricht man den eigentlich aus? Matthew McConaughey spielt einen Piloten, der nach einem Absturz seine Arbeit nicht mehr ausführen kann und Farmer wird. Auf einer Welt, die ziemlich am Ende zu sein scheint, denn Umweltkatastrophen und Misspolitik und schlimme Dinge haben dafür gesorgt, dass unsere Erde von einem leichten Staubfilm überzogen wird, ein Staub, der durch alle Ritzen kriecht, der allgegenwärtig ist. Also sagen wir, wie es ist. Die Welt ist am Arsch und wir sind alle am Arsch. Wir werden alle sterben, so wie es aussieht. Durch verschiedene Verstrickungen gerät Matthew McConaughey an die NASA, die sagt, wir brauchen dich als Piloten für unsere Raummission. Ich habe Kinder, Professor. Dann gehen Sie da raus und retten Sie sie. Und das Ganze führt zu unfassbar vielen Verstrickungen, die man nur erleben und erfahren kann, wenn man ins Kino geht und sich Interstellar anguckt. Denken Sie nicht nur an Ihre Familie, denken Sie darüber hinaus. Ich denke an meine und Millionen andere Familien. Ich habe den Film gesehen, er dauert 3 Stunden und ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, was dieser Film sollte. Kommen wir erstmal zum Positiven. Es gibt ein paar Sequenzen, die Tempo machen, die spannend sind, die auch musikalisch dramatisch sind und so. Die haben mich teilweise wirklich in den Sitz gepresst. Das hätte ich mir mehr gewünscht oder zumindest komprimierter, denn dazwischen sind so große Erklärbärstrecken, in denen irgendwie das große philosophische Konstrukt, das Christopher Nolan anscheinend vor diesem Film gesponnen hat, erklärt werden muss und ausgebaut werden muss, was dazu führt, dass alle Figuren in dem Film niemals unnütze Sätze sagen. Früher haben wir zum Himmel hochgesehen und uns gefragt, wo unser Platz im Universum ist. Heute blicken wir auf den Boden hinab und zerbrechen uns den Kopf über unseren Platz im Schmutz. Jeder Satz, der in diesem Film gesprochen wird, ist gewichtig. Und jeder Satz in diesem Film ist ein Zitat, das man in ein Denkmalsockel gravieren könnte. Das ist so anstrengend nach einer halben Stunde, dass man denkt, irgendwie kann irgendwer in diesem Film normal sprechen. Liebe ist das Einzige, was Zeit und Raum überwindet. Und am Ende rausgekommen ist so eine Art Matrix-Kuddelmuddel, der so ein bisschen aussieht und wirkt, als hätte Nolan mal versucht, alle seine Lieblingsfilme in einen Film zu packen. Angefangen von 2001, über Darkstar, Science, Gravity haben wir auch ein bisschen mit drin, Planet der Affen, also alles, was man so an Science-Fiction kennt, das fand ich irgendwie extrem unoriginell. Und ich meine, gerade von Nolan, am Ende habe ich sogar das Gefühl, dass er sich selber beklaut hat und so ein bisschen Inception noch mit rein verwurschtelt hat. Die Art, wie der versucht, mir das als originell zu verkaufen, das ist super läppsch. Wir sollen die Welt gar nicht retten. Wir sollen sie verlassen. Kommen wir noch kurz zum Cast. Was Nolan kann, ist Schauspieler besetzen. Was er nicht kann, ist Schauspieler führen. Matthew McConaughey ist, wie seit Dallas Buyers Club, ziemlich grandios, wie ich finde. Auch Anne Hathaway, die ich persönlich ja mag, finde ich wunderbar in dem Film. Aber denen fehlt halt irgendwie ein starkes Buch, beziehungsweise starke Charaktere, an denen die sich abarbeiten können. Was so ein bisschen schade ist, aber naja, mein Gott. Ich hab dich lieb. Für immer. Der Soundtrack war übrigens auch ganz gut. Mir hat das in den Stellen, die Musik eingesetzt wurde. Es gibt sogar manchmal so den Effekt, dass die Musik lauter wird als der Dialog. Das war ein Moment, in dem ich wirklich auch atemlos wurde. Das alles zusammengenommen und es ist wirklich, ich weiß, dass jetzt die meisten, die den Film noch nicht gesehen haben, werden jetzt unten in die Kommentare schreiben werden, du hast Unrecht! Aber versucht ein bisschen die Fanboy-Brille zu Hause liegen zu lassen. Ich weiß, das ist schwer, aber mir ging es ähnlich. Ich war immer ein großer Tim Burton-Fan und als ich dann bei Mars Attacks in der Premiere saß, kam ich aus dem Kino und habe gedacht, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wenn man aber all das zusammennimmt, wie ich diesen Film empfunden habe und wie ich diesen Film gesehen habe, muss ich sagen, Interstellar hat von mir... Ich kann mich nicht zu einer super harten Wertung durchringen, deswegen nehme ich 2 von 5 Fotokopierern.
die irgendwie für wenigstens die aufregenden Szenen und den tollen Soundtrack verdient hat und dafür, dass das Cast sich wirklich Mühe gibt. Hier könnt ihr jetzt den Trailer zu Interstellar sehen, der ist schön kurz. Und hier unten könnt ihr unsere Top 10 der schlimmsten Filmplakate-Nerv-Dinge sehen. Wahrscheinlich die aufwendigste Top 10, die hier jemals bei den Shortcuts gemacht wurde. Ein Look zum Niederknien und dauert auch garantiert keine 3 Stunden, sondern 6,5 knackige, sexy Minuten. Guckt euch die an und nicht vergessen, noch hier auf den, euch auf den Abonnierriegel zu beamen. Etwas sehr Schönes, was nicht missbraucht werden sollte für ein philosophisches, hohles Grundkonstrukt beliebiger Science-Fiction-Filme. Madet Jod. Peace.